1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wie immer eine freie Themennacht. Also, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Agnes. Und Agnes ist 18 Jahre alt. Hallo, Agnes. Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Besser gesagt, guten Morgen. Ja. Weswegen rufst du mich an, Agnes? Ja, das ist so ein ganzer Knubbel von Sachen, die sich alle aufgestaut haben und die jetzt quasi sich ihren Weg bahnen. Oh, das klingt rätselhaft. Sag's mal so in ein paar Stichworten. Ja, ich bin jetzt schwanger. Mhm. In der 16. Woche. Ich bekomme Zwillinge. Mhm. Und in meiner Beziehung kriselt's ein wenig. Naja, was heißt ein wenig? Ich habe öfter, es ist so, dass ich zwischendurch echt Mordgelüste habe. Oh. Wie lange bist du denn mit deinem Partner zusammen schon? Ein Jahr und 2 Monate. Ja, 1 Jahr, 2 Monate. Ist die Schwangerschaft jetzt so passiert oder habt ihr euch da bewusst zu entschieden? Das ist so passiert, weil, wenn man es genau nimmt, wir könnten uns das eigentlich noch gar nicht leisten. Wie alt ist er denn? 24. Mhm. Hat er einen Job? Ja. Ja. Was macht er? Er macht eine Ausbildung zum Informatiker. Ach so, also ist doch auch noch in der Ausbildung. Ja. Mhm. Es kriselt in der Beziehung. Erklär mir das mal ein bisschen näher. Du sagst, manchmal ist es so, dass ich richtig, richtig heftige Aggressionen auf den Typ habe. Ja, das liegt aber auch daran, ich bin normalerweise bin ich sehr schnell aufbrausend und ich bin eigentlich ein Mensch, bei dem muss immer alles sofort klappen, wehe, wenn nicht. Und das hat sich aber in dem letzten Jahr so geändert, dass ich meistens sage, okay, wenn nicht heute, dann halt morgen und wenn übermorgen auch nicht, dann Pech sagt. Also ich bin richtig faul und bequem geworden. Ja. Und es ist einfach... Also würdest du selbst auch die Schuld bei dir sehen, dass das gar nicht so gut läuft? Ja, doch. Mhm. Da habe ich eine ganze Menge mit verschulden. Weil bei ihm, er ist auch der Einzige, wo ich mich dann aufrege, wo ich noch sage, hallo, Typ, was jetzt los? Und wieso muss ich immer, und wenn ich dann mal was möchte, geht das nicht. Mhm. Und in diesen Momenten vergesse ich dann aber auch immer, was alles Gutes da war, oder? Ja, wenn du jetzt sagen, wenn ich dir frage, was überwiegt denn, das Gute oder das Schwierige und Komplizierte in der Beziehung? Also in den letzten 2-3 Monaten ist es einfach nur noch schlecht. Ja. Und ihr nervt euch an? Ja, also wir sind 10 Minuten zusammen alleine in einem Raum und schon gefetzt. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass du schwanger bist und ihr irgendwie damit auch nicht so richtig, noch nicht euch arrangiert habt mit diesem Gedanken? Ja, ich denke schon. Mhm. Er ist, ich möchte nicht sagen überfordert, aber für ihn kostet das jetzt richtig Überwindung. Und ja, wollte er denn die Kinder haben? Ich weiß es gar nicht. Ich habe auf diese Frage nie eine Antwort bekommen. Aber du hast die Frage hast du ihm schon gestellt. Was denkst du, damals wusstest du ja noch nicht, dass es 2 werden, soll ich das Kind bekommen? Und da hat er, das hast du schon gefragt. Ja. Und da hat er nicht drauf geantwortet? Nein. Ist ja auch kein gutes Zeichen. Einfach, weil er das nicht entscheiden kann. Ja, aber er ist 24 Jahre alt. Da muss man sagen können, ob man nun Vater werden möchte oder ob man nicht Vater werden möchte. Da kann man nicht einfach Mund halten und die Dinge sich entwickeln lassen. Ja. Finde ich.
Er ist ja nun auch damit verantwortlich, dass du schwanger bist. Ja, das Problem ist ja leider, dass ich erst relativ spät gemerkt habe. Mhm. Weil ich selbst habe es erst in der 14. Woche erfahren. Mhm. Also war mein Verdacht bestätigt. Ja. Weil ich meine Tage die ganze Zeit weiter durchbekommen habe. Und da war dann halt schon nicht mehr viel zu entscheiden. Und jetzt unterbreche ich mal eben unser Gespräch, Agnes. Weil ich den pfiffigen Hinweis aus meiner Regie bekomme, dass die Einblendung fehlt. Und das ist in der Tat wahr. Und somit muss ich wieder zu meinem schönen alten Holzschild greifen, was hier immer als Reserveschild steht, sodass ihr auch sehen könnt, wenn ihr mich anrufen wollt, wohin ihr anrufen sollt. Ja. Ja, so kann man es doch ganz gut lesen. Ja, so geht das schon. Ja, ja. Agnes, hast du den Eindruck, dass er auf dich bisweilen auch aggressiv ist und dass er eine Wut auf dich auch hat, so wie du auf ihn hast? Ja, mhm. Und genau das ist das Problem, weil wir reden dann auch nicht miteinander. Ja, also schlecht. Wir kochen dann vor uns hin und wir haben auch eigentlich keinen Bock miteinander zu reden. Wenn du dich am Riemen reißen würdest, spielen wir das mal durch. Und du würdest sagen, pass auf, so geht's nicht weiter, lass uns versuchen, ganz sachlich miteinander zu reden. Ist er so ein Typ, der gesprächsbereit wäre, oder macht er einfach dicht? Er verschließt sich. Also, aber ich bin dann genauso und das ist das Problem. Und irgendwann sind dann die Aggressionen so groß, dass wir einfach platzen und entweder geht er auf mich verbal. Verbal, also es gibt keine Handgreiflichkeiten. Was sagt das Herz denn, abgesehen von diesen ganzen Nervereien? Ist da noch Liebe im Spiel? Ich glaube ja. Also es ist halt schwierig. Ja. So, höchste Eisenbahn finde ich das, was getan werden muss. Ja. Höchste Eisenbahn. Ihr sitzt da in eurem Käfig. Ja. Und kommt irgendwie nicht von der Stelle. Und ich finde, dass da jemand von außen ran muss, der euch da hilft. Denn da steht ja viel auf dem Spiel. Ihr seid ein junges Paar, da steht eine junge Familie. Es wäre ja sehr schön, wenn ihr eure Beziehungsprobleme gelöst bekämt. Und vor allen Dingen auch gerade jetzt in dieser Phase. Das wird von alleine bestimmt nicht besser, habe ich den Eindruck. Nee, ich fürchte das. Und es wäre ja sehr schade, wenn das irgendwie alles auseinanderbrechen würde in ein paar Monaten. Also jetzt ist vielleicht noch eine Chance, dass man da was machen kann. Ich hoffe es. Was man im Detail machen kann. Mit einem, wärst du dazu denn bereit, dass du dir auch von außen oder dass da jemand von außen mit beratend euch zur Seite steht? Ich ja. Ich weiß aber nicht, wie er da. Okay, musst du ihn. Würde es eine Überwindung kosten. Ja. Okay, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, Agnes. Ja. Das bedeutet, jetzt legst du bitte auf, meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und informiert dich mal über all die Möglichkeiten, was ihr da machen könnt. Ich würde dir dringend raten, das zu tun und ihm das auch wirklich vehement nahezulegen, zu tun, weil eure Beziehung und eure Familie steht auf dem Spiel. Mhm. Und wenn von seiner Seite aus auch noch Liebe im Spiel ist, dann muss er verdammt nochmal seinen Hintern hochkriegen. Wenn er schon nicht seinen Hintern hochbekommen hat, indem er keine Aussage gemacht hat, ob er das Kind haben will oder ob er es nicht haben will. Mhm. Entsetzt mich ein bisschen, muss ich dir sagen, dass er darauf keine Antwort gegeben hat. Ja, wobei das Lustige ist, er guckte mich dann an und hat dann direkt gesagt, so und so werden die beiden heißen. Mhm, mhm. Also ist das schon was Positives? Ja. Ja. Gut, das also sind gute Grundlagen, finde ich. Ist nicht immer alles negativ. Ja. Gesagt. Ja, deswegen sollte man schnell aktiv werden, um das letzte Gute noch zu retten. Denn wenn irgendwie alles kaputt getreten ist, dann ist es sehr viel schwieriger, das wieder aufzubauen. Ne? Ja. So, du legst bitte auf, Magdalena ruft dich an und ich wünsche alles Gute und viel Glück. Schön. Tschüss, Agnes. Ihr Lieben, 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Kurz auf der Mail schreiben, um was es gehen soll in dem Gespräch und Telefonnummer drauf und ab das Ding. Hier ist Jana und Jana ist 28 Jahre alt. Hallo Jana. Hallo Jana, ist hier. Ja. Oh, ich bin aufgeregt. Ach, wir schaffen es schon. Erstmal ein dickes Lob an dich und dein Team. Das ist sehr nett von dir. Ich
sehe dich öfters. Das ist ja nett von dir, Jana. Und bin froh, mal durchgekommen zu ja. sein. Sag doch mal ein Stichwort, um was es geht. Ja, es geht darum, ich habe heute erfahren, dass mein Freund Telefonsex führt. Wie, Telefonsex führt? Also selbst Konsument ist davon? Ja. Mhm. Hast du heute erfahren? Mhm. Wie erfahren? Ja, ich habe mal seine Telefonrechnung betrachtet. Ja, und da hast du es gesehen. Da sind die entsprechenden 0, 100, richtig, so und genau. so Nummern drauf. Genau. Oft? Ich weiß oft? Jetzt überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich dachte eigentlich, dass wir eine gute Beziehung führen. Wir sind 2 Jahre zusammen. Wohnt ihr zusammen? Nein, wir wollen jetzt zusammenziehen und das schmeißt natürlich jetzt alles so über den Haufen. Und wie bist du jetzt an seine Telefonrechnung gekommen, wenn ihr noch nicht zusammen wohnt? Ich bin ja des Öfteren hier und... Hier heißt bei ihm? Ja. Du bist jetzt auch bei ihm? Ja. Wo ist er? Er ist unterwegs mit Freunden. Wollen wir das mal glauben? Nee, das stimmt wirklich. Ja, okay. Du bist öfters in der Wohnung und dann hast du gezielt rumgesucht oder lagen die irgendwie so rum? Nee, die liegen hier rum, also das war nicht schwierig. Mhm. Ich wollte eigentlich nur gucken, ja, ich weiß nicht, ich bin sehr eifersüchtig und ich will halt genau wissen, wo ich dran bin, bevor ich so einen Schritt gehe. Und das hätte ich mir nie träumen lassen. Also das ist nicht so ganz rein zufällig gewesen. Du bist nicht wirklich. Ein bisschen misstrauisch schon? Ja, genau. Obwohl bisher eigentlich kein Grund vorlag. Nee, genau. Und hast du gedacht, guckst du mal in die Telefonrechnung. Mhm. Wenn sie dann noch fast öffentlich rumliegen, kann man mal reingucken. Genau. Sind das denn häufige Telefonate? Also ich habe nur 2 gefunden auf dieser Rechnung. Mhm. Einmal 5 Minuten, einmal 10 Minuten. Ja. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, was ein Mann daran findet. Und du kannst das hundertprozentig identifizieren aufgrund der Nummer, dass es sowas ist? Ja, genau. Ich habe ja selber angerufen. Also ach so, du hast getestet. Geht nicht mehr. Du hast die Nummer getestet und dann meldet sich dann Hallo Süßer und sowas. Genau. Mhm. Ich hätte mir nie gedacht, dass mein Freund da irgendwelche Interesse für hat oder ich meine, und ich bin auch so ein Typ, mit mir kann man reden und wir haben wirklich Spaß und er sagt das auch immer, dass er sowas noch nie erlebt hat wie mit mir und deswegen... Also rundherum eigentlich gut, eine gute Beziehung, guten Sex, guten Alltag, ihr könnt viele Sachen... Habe ich gedacht, anscheinend nicht. Mhm. Du hast das entdeckt, während er weg ist heute Abend, weg war. Genau. Das gab also gar keine Möglichkeit, ihn darauf anzusprechen. Mhm. Also er weiß noch gar nichts. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich, Jetzt sitzt du bei ihm in der Wohnung und wie ist das geplant? Wirst du da bleiben, bis er heute Nacht nach Hause kommt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, was macht man da? Ich finde, es ist ganz klar, was man da macht. Wenn man das gelesen hat und irritiert ist und geschockt ist, muss man das ansprechen, sofort. Mhm. Sofort, heute Nacht noch. Da wird er vielleicht etwas sauer sein. Was schnüffelst du in meinen Telefonrechnungen rum? Hm. Ist das wirklich wahr, dass die so öffentlich lagen? Oder hast du doch mal in die Schublade geguckt? Nee, die liegen hier rum. Okay, also ist das gar nicht dann so dramatisch, dass du da drauf geguckt hast? Nee. Mhm. So, jetzt ist natürlich interessant zu erfahren, wenn er denn die Wahrheit sagt, wie oft das vorgekommen ist. Mhm. Also in den anderen Monaten. Wahrscheinlich ist das eine monatliche Telefonrechnung, die du da gesehen hast. Ja. Oder ob er es mal einfach mal so aus Jux vielleicht im Suff gemacht hat. Glaube ich nicht. Ja. Weil 2-mal im Monat, gut, wenn er es 1-mal gemacht hätte, ich weiß nicht. Liegen denn die Daten nah beieinander? 3 Wochen unter also Abstand. Mhm. Ja, da muss er sich jetzt erstmal zu rechtfertigen, finde ich. Da muss muss ihm erstmal eine Chance geben, dass er was sagt. Das Beste ist ja noch bei einem Datum, da war ich sogar bei ihm. Da warst du Das ist das Schlimmste. An diesem Abend war ich bei ihm. Und da hast du schon geschlafen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Steht die Uhrzeit da eigentlich auch drauf? Ja. Und welche Uhrzeit ist das? Nach 1. Das heißt, da hast du gepennt? Wahrscheinlich. Ja, das ist hart. Die Freundin liegt im... Das gibt's doch gar nicht. Die Freundin liegt im Bett und er macht... Ich kann mir sowas nicht vorstellen. Warum macht er sowas? Mhm. Mhm. Ich meine, da muss ihm doch irgendwas fehlen. Mhm. Nochmal gefragt, bezogen auf eure Sexualität... Findest, also zumindest von deinem Empfinden aus, findest du es gut? Ja. Ja. Und ich glaube, er hat keine großen Wünsche mehr, die er äußern könnte, die ich...
die du das ihm ist es ja, wenn ich so Mauerblümchen wäre, die ja. jetzt... Das heißt, du hast ihm schon viel erfüllt und machst ja. alles mit, was er gerne ja. möchte. Und so. Genau. Okay, also lass uns jetzt nicht im Nebel stochern. Du musst mit dem reden. Und ich würde, bemühe dich, versuche da auch nicht zu aufbrausend zu sein, nicht zu emotional, sondern sag ihm so und so, ich habe das hier gesehen, bitte sag was dazu. Ja. Gib ihm erstmal eine Chance, dass er was dazu sagt. Hm. So, und dann muss man mal weiter gucken. Ich finde das auch nicht schön und das ist sicher auch ein, das ist schon ein Schuss von Bug, ja. auf jeden Fall. Aber je nachdem, was er sagt, es ist auch noch kein Grund, eine gut funktionierende Beziehung, die eigentlich gut funktioniert, kaputt gehen zu lassen. Je nachdem, wie er reagiert, dann sollte man ihm auch eine Chance geben. Das ist für mich fast so schlimm wie Fremdgehen. Ja, aber nicht ganz so schlimm. Nee, es ist auch schon, aber fehlt nicht viel. Ja, finde ich auch. Das wäre dann der nächste Schritt, was es ist, wenn das nicht mehr reicht mit dem Telefon. Klar, die Gedanken kann ich völlig verstehen. Ja. Aber jeder macht Fehler und jeder sollte eine Chance haben. Deswegen finde ich ganz wichtig, deswegen da können wir gar nicht weiter drüber reden, wichtig ist, wie er reagiert. Ob du das Gefühl hast, er sagt dir gleich wirklich knallhart die Wahrheit und du merkst, es tut ihm leid und er entschuldigt sich und er beteuert, dass das nicht wieder vorkommt. Dann wird das auch nur eine Weile dauern, bis du dich da wieder ein bisschen beruhigt hast von. Aber dann sollte man nach vorne gucken. Ich kann ihm ja gar nichts mehr glauben, wenn er sagt im Bett, oh toll oder. Genau, aber das genau diese Hin- und Hergerissenheiten, die musst du ihm dann auch jetzt sagen. Was vermutest du, wann kommt er nach Hause? Morgen Abend. Ach, morgen Abend erst? Ich dachte, er wäre heute. Ja, er muss ja mal arbeiten noch. Die bleiben gleich zusammen und fahren von da aus gleich. Ach so. Ja. Gut, dann kann ich man muss ja dann auch noch arbeiten und bis ich dann... Ja, gut. Dann hast du noch einen Tag Zeit, dich ein bisschen runterzufahren emotional. Und dann wird morgen Abend geredet, ja. So, wenn es sehr kompliziert wird, mailst du mir. Dann telefonieren wir nächste Woche nochmal, okay? Okay. Alles Gute. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Mirko. Und Mirko ist 39 Jahre. Hallo, Mirko. Jo, hallo. Ich grüße dich. Ja. Ich habe da ein Problem. Erzähl. Und zwar, ich bin jetzt ein Jahr mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und da hat es am Anfang nicht mit dem Sex geklappt. Und jetzt geht es langsam. Aber ich habe nebenbei noch Männerbekanntschaften laufen. Oh. Also seit einem Jahr nebenher. Ja. Also ein halbes Jahr jetzt. Zwar, ich habe sie immer mal angesprochen wegen Nylonstragen und so, und da steht sie aber nicht drauf. Ja. Und mich hat es immer fasziniert, Strumpfhosen und so, an Dom, ja. gesehen und so. Und da habe ich selber mal versucht, Strumpfhosen anzuziehen und habe mich am Anfang selber befriedigt. Ja. Und dann habe ich über den Chat eben mal versucht, da wird ja einiges gesucht. Ja. Und da habe ich schon manchmal Männer hier gehabt. Und da fühle ich mich also voll happy. Es kommt doch zum Geschlechtsverkehr. Mit den Männern. Das heißt, du bist bisexuell. Ah. Klar, bisexuell. Ja, das habe ich nur auch rausgekriegt. Ja. Da komme ich von den Nylons nicht los. Ich habe schon mal versucht. Und wenn ich Strumpfhosen irgendwie im Geschäft sehe, das ist schon wie eine Sucht. Da muss ich da also diese Strumpfhosen, diese Nylons haben auch sehr viel mit der Sexualität, mit den Männern zu tun. Das heißt, du empfängst dir dann immer in Nylons, oder wie? Ja, genau. So in etwa. Jetzt muss ich mal, um es zeitlich einzuordnen, ein Jahr bist du mit deiner Freundin zusammen. Ja. Diese Männergeschichten, laufen die schon länger? Ein halbes Jahr. Achso, vorher gab es das gar nicht? Nee, gar nicht. Nie? Ich habe mal in der... Vorher stockheterosexuell gelebt? Ja, ich hatte mal ein Erlebnis früher. Da habe ich mal Strumpfhosen ausprobiert. Es war aber eben nicht mein Fall. Ich habe es geil gefunden, aber es war nicht mein Fall. Ja, aber ich meinte das jetzt bezogen auf die Männergeschichten. Männergeschichten gibt es definitiv erst seit einem halben Jahr. Ja. Du hast früher als jüngerer Typ noch nie was mit einem Typ gemacht. Ja, in der Pubertät mal. Gut, das liegt sehr weit zurück. Diese Männer sind aber, das sind so eine Nachtgeschichten. Das sind keine Beziehungen oder so. Den habe ich, ja, da kommt öfters mal vorbei. Aber da spielt das Herz keine Rolle. Das ist eine reine Sexgeschichte. Nee, das ist nur, ja, zwecksfähig. Ja. Jetzt kommen wir mal auf deine Freundin. Liebst du die sehr? Ich liebe sie wirklich sehr. Und ich habe auch schon manchmal so angesprochen hier,
ich würde es eben geil finden, wenn sie Reizwäsche trägt, aber eben keine Strumpfhosen oder Strümpfe. Und das macht mich eben auch wild. Also, sie sollte Reizwäsche tragen und Strumpfhosen? Strumpfhosen, Strümpfe, aber das zieht sie eben nicht an. Und warum macht sie das nicht? Weil sie keinen Bock drauf hat? Nee, hat sie Bock drauf. Weiß sie das, wie wichtig dir das ist? Ja, ich habe schon ab und zu mal ein bisschen spitz rüberkommen lassen, aber springt nicht an. Weiß sie denn, dass du selbst die Dinge auch ganz gerne anziehst? Nee, eben nicht. Das weiß er. Das Trauma. Mhm. Nehmen wir mal an, spielen wir mal eben das Ding durch. Wenn deine Freundin jetzt drauf anspringen würde und die würde sagen, okay, wow, geil, ich ziehe die Dinge auch an. Komm, wir ziehen sie zusammen an, wenn das die Freundin zu dir sagen würde. Wäre dann die Geschichte mit den Männern erledigt? Das wäre dann total erledigt, genau. Also spielt diese Feinstrumpfhosen spielen eine ganz große Rolle. Es geht gar nicht in erster Linie um die Kerls. Nee. Aha. Es geht eben nur um die Strumpfhosen. Also du könntest gut und gerne auf die Männer verzichten, wenn deine Freundin dir alles bieten würde. So ist es, genau. Ich habe das gerade eben gefragt, ob sie das wirklich kapiert, was für eine Leidenschaft das für dich bedeutet. Oder hast du es nur mal so gesagt, dass du es ganz nett finden würdest? Ich habe gesagt, ich würde es ganz nett finden, wenn du es so mal tragen würdest. Und das ist bestimmt ein geiles Gefühl auf der Haut hier und so. Ne? Also ja. Habe ich von mir aus jetzt gesprochen hier. Also ich finde das absolut erregend. Ja. Aber nichts. Nee, nicht. Jetzt kann das natürlich nicht so weitergehen, ne? Ist ja klar. Nee. Du kannst dich eine Freundin lieben und ehren und toll finden und nebenbei mit den Jungs da mit Strumpfhose, ohne Strumpfhose deinen Sex haben. Mach es doch mal ein bisschen offensiver. Ich meine, was hat man zu verlieren, außer dass sie sagt, nee, da stehe ich nicht drauf. Erzähl ihr doch mal, dass du drauf stehst, wenn du die Dinger selbst anziehst. Ja, die hat eben viel durchgemacht und die ist froh, jetzt für mich zu haben. Ich bin auch froh, dass ich sie habe. Ne? Mhm. Also das ist wirklich eine Liebesbeziehung. Ja, das viel durchgemacht heißt das, dass sie schlechte Erfahrungen hinter sich hat. Genau, ja. Mit Männern. Mit Männern, genau. Ja. Und du möchtest sie eben in der Beziehung nicht enttäuschen. Und du möchtest ihr vielleicht auch nicht so viel zumuten. Ja, genau. Mhm. Okay, kann ich verstehen. Finde ich auch sehr, sehr ehrenwert. Dennoch kann man das ja mal normal anfragen, wie sie dazu steht. Ich meine, dass sie es selbst nicht mag, wissen wir ja jetzt schon. Hast ja, klar. Jetzt können wir ja die andere Variante auch mal ausprobieren. Wenn das, nehmen wir mal an, sie reagiert sehr schnell da auch abweisend, dann musst du dir für dich entscheiden, wo du deine Gewichtung hinlegst. Ist es diese Frau, die du liebst, von der du sagst, das ist toll, dass wir uns haben? Oder ist es deine Geilheit, ich muss es mal so vulgär ausdrücken, die da mit dir durchgeht? Ich würde dann immer in so einem Fall mich entscheiden für die Liebe. Ich meine, du musst ja in deiner Beziehung nicht gänzlich auf Sexualität verzichten. Ihr habt ja Sex miteinander. Ja. Da ist nur die Nummer mit der Feinschumpfhose, ist nicht befriedigt. Ich will das auch nicht runterreden. Ich glaube, wenn man da so, so programmiert ist, dass das schon ein großes Gewicht hat, sowas. Du denkst da wahrscheinlich viel dran, ne? Ja. Gut, dann gibt es immer noch die Variante, dass du deinen eigenen Spaß mit dir selbst hast und der Feinstrumpfhose. Dann müsstest du nicht ganz drauf verzichten. Aber beides, diese Männer und die Frau. Ja, das sind nicht immer Männer. Ich tue mich auch manchmal selber befriedigen. Ja, okay, gut. Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit, wo man auch noch sagen kann, kannst du auch noch machen. Was würde denn deine Freundin sagen, wenn die das erfahren würde, was du da machst mit den Typen? Oh. Dann wäre Schluss. Also da wäre aber bestimmt was los. Also da könnte ich bestimmt gehen. Ja, also dann wäre die Enttäuschung riesig. Mhm. Und die Verletzung natürlich auch. Ja, das ich verstehe das, aber ich komme eben manchmal, es geht ein paar Wochen und dann geht es eben wieder mal durch. Mhm. Ist mir klar, das ist ein Dilemma. Mhm. Da spricht natürlich auch Vernunft gegen Trieb, ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar. Dennoch bist du schon 39 Jahre alt und man kann da schon ein bisschen dann auch mit den Gedanken gegensteuern, wenn dir diese Frau und diese Beziehung sehr viel wert ist. Also nochmal kurz zusammengefasst, sprich sie mal darauf an, wie sie das fände, wenn du die Dinger anziehst. Wenn die da direkt mit Entsetzen drauf reagiert, würde ich da gar nicht weiter drüber reden.
So, wenn da gar nichts zu machen ist in diesem Fall, dann musst du halt eine Entscheidung fällen. Du würdest ja auch nicht sagen, nur aufgrund der Gier nach diesen Feinstrumpfhosen trenne ich mich von meiner Freundin. Nee, das nicht. So. Also. So, und irgendwann muss man einsehen, dass man irgendwie nicht alles haben kann. Platter Spruch, aber es ist halt oft das so. Da muss man manchmal auch Verzicht üben. Leider Gottes ja, ist es. Wow, ja. Lieber Mirko, in diesem Sinne, mehr kann ich nicht sagen. Alles Gute. Euch auch. Und alles klar. Viel Glück wünsche ich dir und euch. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Ich könnte euch vielleicht rasch an dieser Stelle mal unser Thema nächste Woche Dienstag sagen. Nächste Woche Dienstag heißt unser Thema mein liebster Gegenstand. Und wenn euch da irgendwas Besonderes einfällt, dann könnt ihr euch natürlich jetzt schon mal anmelden unter domian@wdr.de. Ich möchte gerne mit euch reden über euren liebsten, euren wichtigsten Gegenstand in eurem Leben, der wirklich fast existenziell ist. Also ich will nicht so Pillepuh-Geschichten haben von irgendwelchen kleinen Glücksbringern oder sowas, sondern wirklich Gegenstände, wo ihr sagt, das ist wichtig. Dieser Gegenstand ist für mein Leben wichtig oder war mal für mein Leben sehr wichtig. Das ist unser Thema nächste Woche Dienstag, mein liebster Gegenstand. Claudia ist 50 und jetzt mein Gast hier. Hallo Claudia. Jetzt hast du mich ein bisschen älter gemacht, aber macht ja nichts. Wie alt bist du? 47. Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Macht ja nichts. Also mein Thema ist eine schwierige Beziehung. Ja. Und verbunden mit sexuellen Problemen. Ja, du bist in dieser schwierigen Beziehung. Ja, ich habe also seit anderthalb Jahren eine Fernbeziehung zu einem fast gleichaltrigen Mann. Ja. Den ich ja vor anderthalb Jahren wieder getroffen habe. Wir hatten schon einmal eine Beziehung vor 30 Jahren. Oh. Und so lange ist es dann, habt ihr euch völlig entfernt und nun läuft es wieder miteinander. Naja, es läuft insofern, dass er verheiratet ist und sich von seiner Frau nicht trennen will. Ah. Du bist frei, du bist Single? Ja. Mhm. Und seit anderthalb Jahren bist du da fünftes Rad im Wagen. Richtig, ja. Wir treffen uns alle 6 Wochen mhm. und mailen aber täglich. Sag mir mal ein bisschen was Näheres zu der Sexualität, die du gerade angedeutet hast. Ich habe seit ungefähr 10 Jahren bekomme ich keinen Orgasmus mehr. Mhm. Und ich habe also, ja, ich weiß, wie es funktioniert und das hat irgendwann aufgehört. Und ich habe ganz viele Leute und Ärzte gefragt und bin durch so eine Krankheitsgeschichte gegangen und man hat alles Mögliche gefunden und es gab auch alle möglichen Anzeichen, aber immer wenn ich habe das ganz offen angesprochen, immer wenn ich auf diesen Punkt kam, hat man gesagt, ja, das kann mit dem Alter zusammenhängen und das kann mit einer Hormonumstellung zusammenhängen und überhaupt und gehe ich recht in der Annahme, dass mit diesem neuen alten Bekannten, mit dem du dich da triffst, dass es da wieder funktioniert mit dem Orgasmus? Ansatzweise. Aber nicht so, wie ich es also von früher her kenne. Mhm. Aber immerhin. Ja, immerhin, aber auch wechselhaft. Dadurch, dass wir uns nur alle 6 Wochen sehen, waren eben auch mal sehr schöne Momente dabei oder der Sex war eigentlich immer gut. Mhm. Aber zu 90% ohne Orgasmus. Ja. Was macht, wenn du es grundsätzlich beantworten sollst, deine Unzufriedenheit aus in dieser Konstellation? Diese neue Beziehung hat eigentlich überhaupt keine Zukunft. Also das, was ich mir wünsche, irgendwie so eine gefestigte Beziehung, die gibt es da nicht. Er ist verheiratet, er sagt, dass er glücklich verheiratet ist, er mich liebt, aber dass er diese Ehe gar nicht aufgeben will. Und gleichzeitig ist es auch noch so, dass er ein sehr ausschweifendes sexuelles Leben führt. Also er ist auch noch Swinger und... Ach so, du bist nicht die Einzige vielleicht. Nein. Ja. Immerhin, Claudia, ist der Kerl ehrlich. Das denke ich schon. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, der füttert dich nicht mit irgendwelchen Hoffnungskrümmelchen,
sondern der sagt, klar, nee, du bist für mich ein interessanter sexueller Kontakt und ich mag dich auch so sehr gerne, aber eine Zukunft mit dir sehe ich nicht. So sagt er es. Das ist richtig, ja. Wie sind deine Gefühle zu dem, zu ihm? Ja, so eine ganz große Liebe, wo ich denke, wenn die aber alltäglich würde, dann wird sie gar nicht funktionieren. Aha. Also wir sind so unterschiedlich in dem, was wir wünschen, was wir denken, was wir fühlen. Mhm. Also es geht immer nur in diesem Zusammenhang, wenn wir uns sehen, wenn wir zusammen schlafen und dann ist das ganz toll. Mhm. Aber das heißt, das ist auch gar nicht deine wirkliche Sehnsucht, mit diesem Mann ein Leben zu führen. Ja. Dann könnte man doch eigentlich sagen, okay, es ist nicht deine Sehnsucht, es ist nicht seine Sehnsucht. Ihr findet euch alle 6 Wochen, wie du sagst ungefähr, zusammen und dann ist es gut. Wo liegt das Problem? Ah, das Problem ist, dass wir uns auch alle 6 Wochen wieder trennen. Und dass das ein Gefühlstaumel ist, der unvorstellbar ist. Also würdest du doch gerne öfter mit ihm, zumindest öfter mit ihm zu tun haben? Ja. Du würdest nicht gerne mit ihm eine richtige Beziehung führen? Nein, aber es ist irgendwie nicht abgeschlossen. Also ich denke mir, dieses, was wir begonnen haben, das ist noch gar nicht zu Ende. Oder es ist noch gar nicht fertig. Hm. Das verstehe ich nicht. Ja, es gibt für mich keine Entscheidung. Und das ist auch der Punkt. Ich kann mich nicht entscheiden. Also es gibt keine Logik in dem Ganzen. Wobei ich schon gerade eine Entscheidung gehört habe, auch bei dir. Nämlich, dass du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, mit dem eine richtige Ehe zu führen. Eine richtige Partnerschaft. Das ist ja auch schon mal eine Entscheidung, eine innerliche. Also dem träumst du nicht nach. Aber ich träume, aber ich gehe auch nicht den Schritt, dass ich sage so und jetzt ist alles vorbei. Sondern Du hast ja auch nicht. Von was würdest du denn träumen, erfüllen könnte? Ja, das wäre dann ein Partner, der zu mir passt. Ein ganz anderer Mann. Ein anderer Mann, der ähnliche Interessen hat und Verstehe, aber bezogen auf diesen Mann, was könnte ich dir da erfüllen? Kann ich jetzt gar nichts drauf sagen. Aber ist doch eine wichtige Frage. Dahinter steckt ja letztendlich die Frage, was ist deine Sehnsucht? Was willst du? Ja, ich sehne mich schon danach, dass er mehr zu mir steht oder dass er einen anderen Schritt auf mich zumacht. Das klingt jetzt ganz schizophren. Das klingt wirklich seltsam. Mit welchem Ziel? Was wünschst du dir denn für einen Kontakt mit ihm? Wenn nicht diesen, den ihr im Moment habt. Ja, der wird ja auch immer wieder unterbrochen, dieser Kontakt. Also. Ja, ja. Was wünschst du dir für einen Kontakt mit ihm? Also ich wünsche mir, dass er mehr zu mir steht oder dass. Was heißt das? Mehr zu dir stehen? Ja, dass er vielleicht auch seiner Frau gegenüber offener ist und sagt, ich habe da eine andere Frau, die ich auch sehr mag. Oder Das würde dir schon reichen, wenn das so wäre? Ich weiß nicht, wie es dann weitergehen würde. Mhm. Fühlst du dich von ihm so ein bisschen ausgenutzt? Es kommen ganz große Zweifel auf, ja. Mhm. Ja, so hört sich das fast an. Dass er holt sich da sein Ding ab und dann ist es gut, dann ist er wieder weg. Ja, richtig. Mhm. Hast du ihm das so gesagt schon, dass du ja. das, was sagt er dann? Ja, also er streitet das in dem Moment ab. Er sagt, dass ich seine große Liebe bin, dass er aber auch ganz viele Wünsche hat, die ich ihm nicht erfüllt habe. Also ich hätte ihm den Wunsch erfüllen können, eine Dreiecksbeziehung zu führen. Und das wollte ich nicht. Mhm. Aber jetzt machst du es. Ja. Ne? Ich finde ein bisschen seltsam, wenn der zu dir sagt, du bist meine große Liebe. Aber ich will nicht mit dir zusammen sein. Das würde mich provozieren, wenn ich du wäre.
trotzdem sage ich ja dasselbe. Also da sind wir uns ja sehr ähnlich. Weil wir wissen ja beide, dass wir keine Zukunft zusammen haben werden. Wenn das so klar ist, dann wäre es, glaube ich, das Schlauste, wenn du das für dich irgendwie auch so, wenn du dich so programmieren könntest, dass du es wirklich auch so siehst, nach dem Motto, wenn es so ist, wie es jetzt ist, dann ist es auch egal, ob er nun noch ein bisschen mehr zu mir steht oder nicht zu mir steht. Ob das seine Frau weiß, ob sie es nicht weiß. Dann macht dieses Ding, was ihr da habt, wie immer man das auch nennen kann. Aber sobald du da noch mehr Ansprüche dran stellst, tust ja in einer gewissen Weise, wirst du natürlich unglücklich. Aber die Ansprüche sind ja fast sinnlos daran zu stellen, weil selbst du nicht daran glaubst, dass das irgendeine besondere Relevanz haben könnte, diese Beziehung, für dein Leben, für euer Leben. Das heißt ja eigentlich, dass man es beenden sollte. Nein, wenn du so damit nicht leben kannst, wie es jetzt ist, und offensichtlich bist du ja schon unzufrieden, dann müsste man es beenden. Es sei denn, du kriegst das dir so gedreht im Kopf, dass du sagst, okay, es ist, wie es ist. Ich genieße das alle paar Wochen und habe gar keine höheren Ansprüche. Wenn du das so hinkriegst, wäre es für dich optimal. Wenn du es nicht hinkriegst und du immer und immer wieder dran beißt und leidest, dann wäre eine Distanzierung natürlich für dich besser. Weil ich habe auch das Gefühl, du kannst das ja gar nicht genießen. Ja, weil es ein ständiges Auf und Ab ist. Ja. Aber das ist eben der Punkt, das nicht mehr als ständiges Auf und Ab zu empfinden, wenn du das so hinkriegen könntest, von deiner Haltung her, von deiner Einstellung, sondern als eine Gegebenheit, das ist halt so ein Schmankerl in deinem Leben, und mehr ist es nicht. Ein schöner, aber nicht mehr. Ich glaube, du musst ganz viel über dich nachdenken, was du da eigentlich willst, was du wirklich willst. Mich hat ganz so stutzig gemacht, dass du so lange darüber nachgedacht hast. Vielleicht solltest du auf der Ebene mal ein bisschen weiterdenken. Würde dir gern auch noch eine andere Meinung anbieten wollen, da das ja noch kompliziert ist. Ja. Dann würde jetzt gleich meine Psychologin dich nochmal anrufen, die Magdalena. Einverstanden? Das wäre sehr nett, ja. Na super, so machen wir das auch. Wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Danke, Domian. Jo. Claudia, tschüss. Angela oder Angela? Angela sagen wir natürlich, ne? 24. Ja. Angela, ne? Ja, richtig, Angela. Ein ganz berühmter Vorname mittlerweile. Schönen guten Morgen, Florian. Unsere Bundeskanzlerin. Hast du auch, ja. Angela. Ja. Mein Problem ist, ich lebe seit 4 Jahren mit meinem Partner in einer festen Beziehung. Mhm. Wir haben seit 8 Monaten eine kleine Tochter. Mhm. Und er kümmert sich so gut wie gar nicht drum, beziehungsweise er beachtet sie kaum. Von Anfang an? Von Anfang an, ja. Wie war es während der Schwangerschaft? In der Schwangerschaft, also er hat sich drauf gefreut, so war also mein Gefühl, so habe ich es empfunden. War es ein Wunschkind? Nein, also es war eigentlich ein Unfall. Aber gut, für uns war es eigentlich klar, dass wir dieses Kind bekommen und er hat sich auch in der Schwangerschaft eigentlich drauf gefreut. Und als du ihm gesagt hast damals, ich bin schwanger, war er da schockiert? Nein, gar nicht. Da hat er gesagt, okay, na gut, dann machen wir es jetzt halt, ziehen wir es durch. Er hat sich gefreut, ja. Hat sich gefreut sogar. Ja. So, und jetzt schlagartig, seitdem die Kleine da ist, ist es anders? Ja, sie hatte am Anfang diese 3-Monats-Koliken, hat da ja auch sehr oft geschrien und war halt ziemlich oft wach und er musste halt zu der Zeit auch viel arbeiten und war halt gestresst. Mhm. So, nun ist er aber im Moment auch zu Hause. Mhm. Wir sind den ganzen Tag beide da für die Kleine und es kommt ja auch schon mal vor, dass ich dann nicht zu Hause bin, auch mal unterwegs bin und wenn ich dann nach Hause komme, sitzt er entweder mit ihr am PC, also er sitzt am PC und sie in der Wippe hinter ihm. Mhm. Oder er liegt auf dem Sofa und sie daneben und er schaut halt fern. Ja. Also es sind so, aber sie wird halt nicht mit einbezogen, also er spielt nicht mit ihr, er... Legt er sie in trocken, macht er das? Ja. Das so? Ja. Mhm. Das ja, also dann ist es auch so, dass er wirklich ein bisschen mit ihr spricht und sich dann beschäftigt, aber wirklich die anderen Zeiten so... Ist sie einfach nur da und er macht sein Ding? Ja, so in der Art. Also wenn sie halt schreit, ist er ziemlich schnell genervt. Mhm. Und es ist halt so, dass, gut,
ich mache es auch gerne. Ich bin dann halt meistens für sie da, mhm, den Tag über und brauche dann halt auch abends auch mal meine Auszeit, weil, mhm, es ist schon teilweise stressig. Mhm. Und ja, ich habe das Gefühl, also er ist dann tierisch abgenervt und vielleicht er gönnt es mir nicht oder er möchte es dann halt nicht. Und ich bin dann teilweise nachts sitze ich hier und bin dann wirklich fertig mit den Nerven, mhm, und weiß nicht mehr weiter. Schau, du sagst, er gönnt es mir nicht. Was soll er dir nicht gönnen? Ja, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber... Das Kind? Nein, nein, dass ich also auch mal meine Auszeit... Ach so, er hat ach so, dann keine Lust. Ach so. Mhm. Er begründet halt oft damit, dass er sagt, ja, ich brauche auch mal meine Ruhe. Mhm. Nun habe ich ja auch schon immer wieder so im Privatkreis mitbekommen von jungen Vätern, die in der Tat die ersten Monate mit sich ringen. Hm. Die, wenn man so von Freund zu Freund ganz ehrlich spricht, die mir dann auch schon gesagt haben, ja, das geht, ich muss sagen, es ist mein Kind, hm, aber es geht mir in der Tat manchmal auf die Nerven. Hm. Was ich dann erfrischend finde, wenn ein Freund einem das so offen sagt, also wenn man so glatt bügelt. Hab dann aber auch die Erfahrung gemacht, dass nach einer gewissen Zeit dann das Vaterherz aber doch so groß ist, dass dieses Genervtsein zur Seite gedrückt wird und gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Ja. Hast du ihm denn deinen Eindruck so schon geschildert? Oh, mehrmals. Mehrfach. Aber er streitet halt immer ab, er sieht das nicht. Ja, weißt du, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Wer sagt schon gerne, mein Kind nervt mich, richtig? Er hat das einmal gesagt. Ich weiß nicht, um was es ging. Da habe ich ihn halt nur drauf angesprochen, mhm, im ein bisschen schärferen Ton. Und da hat er einen Spruch gebracht, ja, wenn ich die Kleine am Arsch habe. Mhm. So, und sowas, mhm, sage ich nicht über mein Kind. Ich meine, sie geht, oder es ist halt teilweise, sage ich schon, manchmal nervig oder stressig, ja, halt. Ja. Aber sowas würde ich über meine Tochter niemals, nee, sagen. Ich glaube, dass auch da Mütter anders ticken. Ich glaube, dass da einfach eine andere Bindung ist zwischen Mutter und Kind. Das denke ich auch, aber, mhm, sie ist mittlerweile 8 Monate alt und ich denke mal, da kann sich schon eine Bindung aufbauen. Definitiv, ganz, ganz definitiv. Ja. Aber worauf ich noch hinaus wollte, ich finde es wichtig, dass man das auch mal einmal so klar sagt. Das kann man fast in der Öffentlichkeit gar nicht sagen oder auch gar nicht im kleinen Kreis, wo man gleich dann da als der Rabenvater und der böse Mensch da steht. Aber es sind ja auch ganz normale Emotionen. Und er ist, wie alt ist er? Er ist, oder wird 25. 25, na gut. Für ihn ist das ja natürlich auch eine ganz neue Situation. Mhm. Und das Leben hat sich radikal verändert bei euch, seitdem die Kleine da ist. Ja, also wir haben kaum noch Zeit für uns. Genau. Auch. Mhm. Wie ist denn das für... Gutes Stichwort, keine Zeit für euch. Das bisschen Zeit, was ihr füreinander habt, ist das auch, liegt da auch eine Spannung darüber? Oder? Ja, auch. Doch. Mhm. Also sie geht halt, es ist halt so, dass sie im Moment sehr, sehr spät ins Bett geht, mhm, weil die Zähne auch einschießen und sie sehr unruhig ist und es ist wirklich spät, also es geht so um 11, 12 rum, dass sie dann wirklich mal schläft, mhm, und dann ist er müde, entweder schläft er auf dem Sofa ein und geht, mhm, dann ins Bett und ja, ich bleibe da meistens hier sitzen. Also, mhm, es ist auch so, dass wir die letzte Woche schon getrennt geschlafen haben. Also er mit ihr im Schlafzimmer, ja, und ich halt im Wohnzimmer. Ja, gut, kann man ja auch mal für eine Weile machen. Wenn das sich dadurch, ja, alles ein bisschen entzerrt, ist das ja völlig in Ordnung. Mhm. Merkst du denn schon auch immer wieder mal Momente, wo er sehr innig mit ihr ist und zärtlich, wenn auch selten, aber kommt das doch vor mal? Das sind meistens immer die Tage, wenn ich es ihm halt gesagt habe, wenn ich ihm, mhm, sage, du kümmerst dich nicht oder du beschäftigst dich, mhm, nicht. Es ist halt so, dass das ziemlich oft dann auch zu Streitigkeiten führt und, mhm, die 1, 2 Tage danach kümmert er sich. Mhm. Und dann ist es aber auch alles wieder weg. Mhm. Eigentlich müsste er irgendetwas machen. Er müsste reden. Hat er einen Freund, einen guten Freund? Weißt du das? Ja, hat er, aber meinst ich glaube nicht, dass er darüber mit, mhm, ihm drüber spricht. Er müsste mit jemandem ganz offen darüber sprechen. Ich glaube, das würde sehr viel Dampf loslassen bei ihm und ihn sehr entspannt werden lassen. Mhm. Das Problem ist nur, wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin? Ja. Hast du denn den Eindruck in den letzten Wochen, dass das schlimmer geworden ist sogar? Oder, ja, hat es sich ein bisschen abgeflacht? Denke ich nicht. Also es ist ja auch zwischen uns schlimmer geworden. Mhm. Also ich habe schon öfter mit ihm, ich habe es ihm auch schon sehr, sehr oft angedroht, dass ich halt meine Sachen packe und gehe. Das Problem ist nur, ich weiß nicht wohin. Ich stehe dann mit der Kleinen ganz alleine da, mhm, und davor habe ich Angst. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß, es ist schon noch was für ihn da, aber ich weiß nicht, ob es wirklich noch
so stark ist oder dass es reicht für eine weitere Beziehung. Das ist natürlich eine krasse Aussage. Ja. Das habe ich gerade am Anfang gar nicht so gesehen, dass du schon so auf Distanz bist. Ja, also ich... Liegt das ausschließlich daran? Das stimmt, ja. Das heißt, bis zur Geburt der Kleinen war das für dich eine innige Liebesbeziehung? Ja, es gab Punkte in der Schwangerschaft, wo ich auch schon, also wo es schon heftig wurde, dass er mich ignoriert hat oder dass es... Also doch während der Schwangerschaft auch schon? Es war halt, es gab so einige kleine Zeitpunkte, also es war, die Schwangerschaft war, ist nicht so reibungslos verlaufen bei mir und ich musste dann 3 Wochen halt, durfte nur liegen. Mhm. Und er ist dann halt meistens weggefahren, hat mich dann alleine gelassen hier und ja. Mhm. Kann es denn vielleicht sein, dass die Beziehung vorher auch schon nicht mehr so ganz dolle war, dass man das nur nicht gemerkt hat, weil man viel Alltag hatte, viel Ablenkung? Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich meine eigentlich, dass es vorher ziemlich gut gelaufen ist. Mhm. So, jetzt wie du es formulierst, hängt ja die ganze Sache an einem seidenen Faden, ne? Ja. Mhm. Also ich denke, willst du das denn retten? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, es ist ziemlich schwierig zu sagen, weil ich würde, wenn ich hätte die Möglichkeit gehabt, zu meinen Eltern zu gehen. Mhm. Aber die Wohnung hat mein Bruder in Anspruch genommen. Mhm. Und da ist das Problem, dann würde ich wirklich mit ihr alleine dastehen. Das heißt, ich müsste mir eine Wohnung suchen mit ihr. Mhm. So, wäre das jetzt nicht gewesen, wäre ich schon längst ausgezogen. Mhm. Das heißt, ich wäre schon längst zu meinen Eltern gegangen. Das sagt viel. Ja. Das sagt viel, Angela. Das sagt verdammt viel, finde ich. Und er nimmt es jetzt auch nicht mehr so ernst, weil ich halt immer sage, ich gehe. Mm-hmm. Und ich gehe aber im Endeffekt nicht, weil ich wirklich Angst davor habe, alleine dazustehen. Mm-hmm. Aber das ist natürlich keine gute Grundlage, die Angst, alleine dazustehen, mit jemandem zusammenzubleiben. Natürlich. Wie wär's mit einer Paarberatung? Annehmen würde. Ich weiß nicht, wenn er es so schon nicht ernst nimmt, was ich sage. Ja, die Frage ist auch, würdest du es denn wollen überhaupt? Versuchen kann man es. Vielleicht ja, kann ich man die Beziehung noch retten, aber... Ja, oder, nein, weißt du, oder? Ich meine, das Ziel einer Paarberatung ist ja nicht immer, dass man es rettet. Nein, aber... Vielleicht ist auch das Ziel, dass man einsieht, dass es eben nicht mehr geht. Und dass man sich dann eben in Würde voneinander trennt und vor allen Dingen gut trennt im Fall, wenn ein Kind da ist, dass man halt gut freundschaftlich verbunden bleibt. Und das muss man sein. Das muss man, die Disziplin müssen beide aufbringen für das Kind. Ja, klar. Also ihr müsst irgendwas machen. Wenn das einfach so weiterläuft und so vor sich hin wurstelt. Das wird schlimmer und ihr verletzt euch gegenseitig immer mehr. Und die Achtung gegenseitig sinkt. Das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, schon passiert. Ja, das glaube ich. Da muss jetzt die Notbremse gezogen werden. Ja. Schlag's ihm vor. Wenn es nicht mitmacht, such dir erstmal für dich alleine Hilfe, eine ordentliche Gesprächsgegenüber, was du tun sollst. Wir sind ja gerne noch ein bisschen behilflich mit ein paar Anlaufadressen, okay? Ja, okay. Du legst auf, wir rufen zurück. Okay, danke. Alles Liebe. Ja. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Tina und Tina ist 24. Hallo Tina. Hallo Domian. Hallo Tina. Und zwar geht's um die Frau, die vorhin angerufen hat. Die hat die Rechnung entdeckt von ihrem Freund wegen Telefonsex. Ja, am Anfang gleich. Mhm. Genau. Und ich habe das auch alles mitgehört, was sie gesagt hat. Und ich betreibe Telefonsex schon über ein Jahr. Mhm. Und ich wollte eigentlich der Frau nur mal sagen, sie du hast jetzt ein bisschen aufgeregt. Du hast aber nicht mit dem Freund von der Frau gesprochen. Nicht, dass ich wüsste, nein. Das könnte sogar sein, aber das weiß ich nicht. Nein, wahrscheinlich. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Das ist ein Zufall. Ja, und wollte ihr nur sagen, dass sie jetzt nicht gleich denken muss, dass er sie nicht liebt und dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also von vielen Männern weiß ich, dass die auch Familie haben und Kinder und verheiratet sind und dass in den Beziehungen oftmals auch wirklich alles stimmt und alles schön ist. Und naja. Sie lieben ihre Frauen. Ja, also das glaube ich auch. Das über das Lieben und Nicht-Lieben sagt das nichts aus. Mhm. Aber es sagt etwas aus über das sexuelle Zufriedensein oder Nicht-Zufriedensein. Einigen Männern geht es auch gar nicht um die sexuelle Sache. Beim Telefonsex? Ja, die rufen nicht nur an, um jetzt sich daran aufzugeilen. Die
sprechen manchmal auch mit mir über Probleme, die sie haben, die sie sich aber nicht trauen, ihrer Freundin oder Frau zu sagen. Ehrlich? Das machen die Männer? Ja. Ich denke immer, dass direkt anfangen, Hose runter und zack, in die Porno-Fantasien rein. Machen viele, ja, aber es gibt eben auch welche, die eben auch Probleme haben und weil aber sie nicht wissen, mit wem sie jetzt reden sollen, mich anrufen. Ehrlich? Ja. Und geben viel Geld dafür aus? Aber dafür geben sie Geld aus, ja. Aber das ist doch wahrscheinlich eine Promillezahl, ne? Ganz wenige, die wegen... Ja, es sind weniger. Ja, also die Hoffnung wollen wir vielleicht mal nicht so hochschrauben, dass das dahinter steckt. Nee, das stimmt schon. Das aber gibt ja völlig recht, dass das über die Liebe und Nicht-Liebe, das sagt nichts aus. Aber du wirst auch verstehen, du bist ja nur auch Frau und wenn du dich hineinversetzt, dass du vielleicht auch zumindest irritiert, wenn nicht auch verletzt wärst, wenn du sowas... Ja, wir haben eine andere Beziehung und haben da andere Ansichten. Also ah ja, du bist in einer festen Beziehung? Verheiratet und habe zwei Kinder, ja. Oh, und bist eine Telefonsexerin? Genau. Und mein Mann sitzt auch daneben, der findet es auch sehr interessant und manchmal auch sehr amüsant. Gut, da habt ihr eine ganz andere Ebene und geht da etwas offener mit der ganzen Thematik wohl um. Ja, machen wir. Ja, also ich bin ja ganz gespannt, wie der Freund reagieren wird, wenn sie ihn damit konfrontiert. Der Hinweis ist schon sehr richtig von dir. Ja. Gibt es denn manchmal Anrufer, die auch ganz gezielt sagen, das bietet mir meine Frau nicht und mach mir diese Fantasie? Ja. Das gibt es schon. Ja, und die auch Angst haben, mit ihrer Frau darüber zu reden. Mhm. Weil sie nicht wissen, ob sie das jetzt versteht oder merkwürdig findet und auch nicht wissen, wie man daran geht, um das zu erzählen. Zum Beispiel gerade der Fall Mirko, ich weiß nicht, ob du das mitgehört hast, der auf Feinstrumpfhosen steht. Ja, da musste ich mit meinem Mann etwas schmunzeln, weil er hatte auch schon mal Feinstrumpf an. Dein Mann. Heiterlose Strümpfe. Ja, aber er hatte eben auch Sorge, das seiner Partnerin zu sagen. Und hatte mein Mann auch. Und dir macht es nichts aus? Nee, wir sind auch schon sehr lange zusammen, also jetzt 9, bald 10 Jahre. Moment, du bist wie alt? 24? 25, 25. Ja. Ich werde jetzt 25. Ja. Wir sind sehr lange schon zusammen, ja. Und ist das dein erster Freund? Nein, ich hatte davor eine feste Beziehung für ein halbes Jahr mit einem Gleichaltrigen. Mein Mann ist auch etwas älter. Ja. Und dann schon so abgeklärt, dass ihr alles Mögliche macht und da so offen seid? Wir sind da sehr offen, ja. Lass mich nochmal fragen. Beide recht offen erzogen worden. Mhm. Nochmal zum Thema Feinstrumpfhose bei Männern. Er hat dir das gesagt? Das hat aber eine Weile gedauert. Also er hatte die dann heimlich an und wusste auch nicht, ob er mir das nun so einfach sagen kann. Ja. Und irgendwann saßen wir dann nachts mal zusammen. Wir reden ja auch sehr viel miteinander über alles, auch recht offen. Und da hat er, ich muss dir mal noch was sagen, was du nicht weißt. Mhm. Und da hat er mir das dann gesagt. Da wir auch anders umgehen, musste ich natürlich auch drüber lachen und fand es amüsant. Ja, aber das geht, glaube ich, nur, wenn man wirklich, so wie du es gerade geschildert hast, wenn man sehr offen spricht miteinander, eben auch über die ganzen sexuellen Sachen und da keine Hemmschwellen hat. Und sollte man auch nicht haben, sonst klappt irgendwas in der Beziehung nicht. So, und dann hatte er denn schon welche sich heimlich gekauft und hatte er die in der Wohnung? Er hat meine genommen. Ohne dass du es wusstest? Ja. Und wird die Feinstumpfhose jetzt bei euch in eure Sexualität auch mit eingebaut? Bisweilen? Nee. Nein, er hat es dann nur mal zum Testen und fand es ganz angenehm und wir wollen es jetzt mal probieren mit Feinstrumpfen. So. Turnst dich denn eher an oder ab oder ist es dir egal? Das werden wir dann sehen. Wird ihr dann sehen. Ich habe mir selber in Strumpfen noch nicht gesehen. Ja. Das ist ja lustig. Gibt es denn ein Tabu bei euch, wo du sagst, da ist Schluss, da hört die Toleranz auch auf? Nein. Also er könnte auch nebenher mal eine andere Frau haben. Ja, geschützt und wenn ich das weiß, ist das kein... Ach so, also, das ist die Bedingung. Würde ich jetzt so sehen, ich weiß nicht, ob ich hinterher vielleicht dann doch eifersüchtig wäre, aber das kann man ja nicht ausschließen. Aber wenn wir drüber reden, dann hätte ich damit kein Problem. Ja, also Bedingungen geschützt, natürlich. Er darf auch in Massagestudios gehen und sich da mal vergnügen, das kann er machen, macht er auch. Ja. Ja, erstaunlich, dass ihr das so hinbekommt. Finde ich gut, kann ich nur so sagen, finde ich klasse. Ja, und weil wir eben immer drüber reden, klappt auch alles sehr gut. Mhm. So, aber der Grund deines Anrufes war, dass du der Anruferin vielleicht ein bisschen Mut machen wolltest. Genau. Das ist vielleicht alles gar nicht so schlimm. Hm. Und wenn dann vielleicht kommen... Es ist ja auch nicht, ich
kennst von meinem Mann, er ruft auch gerne mal woanders an und hört sich dann eine nette Frauenstimme an. Das ist ein gewisser Kick, den ich ihm nicht geben kann, weil meine Stimme kennt er ja. Der sitzt neben dir, wenn du Telefonsex machst. Nee, er sitzt neben mir. Ja, genau, und hört mit zu. Das heißt, er kennt das Geschäft. Und dennoch ruft er auch woanders bei einer anderen Frau mal an und macht das auch. Macht er sehr selten, aber manchmal ja, weil ihn das dann auch reizt, eine nette Stimme zu hören. Das ist ja lustig. Da würde ich dann sofort professionell denken, na, wie sitzt die da jetzt und die macht sich darüber lustig oder die bügelt gerade oder dass er sich dann da noch so hineinversetzen kann, wundert mich. Ja, er hat eine gute, gesunde Fantasie. Ja, das kann ich mir denken. Ja, Tina, grüß ihn herzlich von mir. Mach ich. Alles Liebe, alles Gute euch beiden. Ja, danke. Tschüss. Weiter so mit der Sendung. Ja? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Anke. Die Anke. Anke ist nicht da. Dann haben wir hier die Ina. Und Ina ist 21. Hallo Ina. Hallo Jomia. Hallo Ina. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen Verlobten. Um den Verlobten. Was ist da los? Der hat im November letzten Jahres einen Pneumothorax erlitten. Ein was? Ein Pneumothorax, das heißt, ihm ist der linke Lungenflügel zusammengefallen. Ach du lieber Gott. Ja. Einfach so? Da sind Lungenbläschen in der Lunge geplatzt und dadurch ist eine offene Stelle in der Lunge und dann fällt die zusammen. Und diese Lungenbläschen, sind die einfach so geplatzt oder war er einer besonderen Situation ausgesetzt? Also er war starker Raucher, muss ich dazu sagen. Mhm. Und es ist halt durch eine Anstrengung passiert. Wir waren einkaufen. Mhm. Er hat einen Sechserpack Sprudel genommen, hochgehoben. Und auf einmal hat er eben so einen richtig trockenen Husten bekommen und Schmerzen in der Brust. Und wir haben eben gedacht, naja, als starker Raucher hat man eben manchmal Lungenstechen oder so. Mhm. Ja, und am nächsten Morgen, also er konnte auch nicht auf der linken Seite liegen, Schmerzen die ganze Nacht und ich habe schon gesagt, ich rufe einen Krankenwagen. Mhm. Und er wollte es nicht und morgens sind wir dann zur Notaufnahme ins Krankenhaus gefahren und dann wurde er gleich auf die Intensivstation gelegt. Wie geht es ihm denn heute? Also heute hat er immer noch Probleme, deswegen fühlt er sich auch nicht mehr so richtig männlich. Es ist eben, er kann keinen Kraftsport mehr machen, er kann nichts mehr tragen, nichts mehr Schweres. Musste die Lunge operiert werden? Also er hat eine Drainage im Brustkorb gelegt bekommen, um eben die Luft rauszusaugen, die im Brustkorb ist, dass die Lunge sich wieder entfaltet. Mhm. Und aber also es ist bis jetzt nicht mehr wieder passiert, dass die Lunge kollabiert ist, aber es ist jedes Mal wieder, dass er, wenn er irgendeine Kleinigkeit macht, dass Luft aus der Lunge austritt. Das heißt, und dieses hängt wie so ein Damoklesschwert immer über ihm, das kann also immer wieder passieren. Ja, und das ist halt das Problem. Wir haben halt jedes Mal, wenn er irgendwas aus der Reihe macht oder so, haben wir jedes Mal wieder Angst, dass wieder was ist. Was haben die Ärzte denn gesagt, wie er sich verhalten soll? Gar nichts. Gar nichts. Die also haben ihn... Er soll normal leben. Man soll normal leben, aber es ist halt in dieser Situation sehr schwierig, weil es wurde halt jetzt per CT auch nachgewiesen, dass er auf der rechten Seite Lungenbläschen hat, die platzen könnten. Natürlich hat man da natürlich die Angst, dass beide kollabieren und dann ist erhöhte Lebensgefahr. Habt ihr euch mal ein bisschen umgeguckt, ob es für diesen Fall, ich bin sicher, dass es das gibt, Selbsthilfegruppen gibt? Also wir haben im Internet ein Forum gefunden, was eigentlich ganz okay ist, aber es ist halt von Fall zu Fall unterschiedlich und das ist halt das. Ja, aber interessant ist ja halt schon mal dann andere Leute zu sprechen, die auch so etwas Ähnliches haben und vielleicht kann man sich ja doch intensiver austauschen. Ja. Ich habe davon auch so noch nichts gehört und war gerade ganz erstaunt. Ja, wir vorher halt auch nicht. Ja. Wir machen mal Folgendes. Wir gucken mal ein bisschen hier bei uns im Hintergrund, ob wir euch noch ein bisschen versorgen können mit Material und würden dich dann gleich nochmal anrufen. Alles klar. Alles klar, Ina. Ja. Alles Liebe und schönen Gruß an deinen Partner. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Leuten, bei Uli Krapp, bei Katrin Paulsen, Jan Hölz, Matthias Neef, Heinrich Stanzig, Jan Grefe zu Baringdorf, Pamela Koppay und Anja Baumann. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag mit der freien Themennacht. Und unser Thema am Dienstag, Dienstagnacht,
heißt Mein liebster Gegenstand. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes und gutes Wochenende und wie gesagt, Montagnacht sind wir wieder hier. Macht's gut. Bis